schön. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem kleinen Talkrunde. Es besteht aus mindestens 5 Folgen und darüber spreche ich um ein Thema, was mir sehr am Herzen ist und ihr habt das immer mal wieder auch teilweise gesehen, aber jetzt endlich nicht sagen, es wird so weit kommen. Das Team ist da immer noch weiter dran, diese Planung durchzusetzen. Letztes Jahr, 2019, habe ich da ein kleines Seminar ausgebucht für 2 Tage. War auch nicht gerade billig. 3 Leute eingeladen. Diese 3 Leute, die sind ja auch in meinem Team, machen auch neben Tätigkeiten. Der eine ist ja, die anderen beiden sind ja, kommen auch im Norden. Diese Leitung von Filmproduktion Benjamin organisiert einfach alles, sodass dann dieser Filmvorgang nach und nach alles super klappt. Wir haben auch immer mal wieder so kleinere Meetings. Darüber wird er in Teil 2 dann gehen. Und Teil 4, wie bin ich da eigentlich darauf gekommen oder ist eigentlich als zustande gekommen? Wir haben uns dann letztes Jahr getroffen und ja, diese 3 Leute mit mir zusammen, 4 Leute, haben eben gesagt, so, wir machen es, wir haben Lust dazu. Die 3 Szenen tue ich euch hier nochmal einblenden. Ich möchte euch ein besonderes Seminarraum zeigen, das wohnt. Schatz. Auf. Schatz. Sag mal, hast du zu viel Wasser getrunken? Halt! Vom Seminarraum Tag 2 zum anderen haben wir dann da auch über das Buch dann gesprochen. Equipment bräuchte man nie dafür. Was wäre die Reihenfolge, wie werden wir es umsetzen, bei den Meetings, wenn man auch außerseitige Anliegen besprochen, wie zum Beispiel Kanal oder Discord oder sonst irgendwas. Das Video hat uns alle ein bisschen gesagt, erschreckt, weil das so schnell kam. Ja, diese Idee hatte ich schon in der Schule. In der Schule haben wir mal darüber haben wir ein Buch gelesen und ich hatte auch schon damals, da war ich nicht gerade mal 15, 16, die Idee und ich war in der 7. Klasse, dieses Buch zu verfilmen. Und dann hat sich das erstmal im Sande verlaufen. Und dann habe ich einfach irgendwann ab dem 2. Lehrjahr gesagt, ich rolle das Thema nochmal auf. So, und so ist das hier eigentlich entstanden. Ich habe mich nochmal da rein gelesen in das Buch, habe dann den Verlag angeschrieben, die Autorin und sind wir auch gerade dabei, dieses Drehbuch zu schreiben. Als nächster Schritt, wenn man das dann hat,
braucht man eben ja die Lizenzen dafür, dass man es ja verarbeiten darf. Wenn das fertig ist, dann geht es in Richtung filmische Unterlagen. Erstmal brauchst du Schauspieler, dann brauchst du die Szenenorte, wo willst du filmen, dann musst du eben ja, den Verein oder Organisation eben anfragen, dürfen wir hier filmen. Maßnahmen setzen wir raus, um hier filmen zu dürfen. Cutten und schneiden wir das Ganze, das Video, dann muss noch Audio editiert werden, dann das Bildliche, die Farben, den Filmlook, wo wird das dann veröffentlicht. Das ist doch gerade alles die Planung, was von meiner Seite aussteht. Wenn ihr Fragen zu dem Projekt habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich oder mein Team oder die anderen werden es euch mit Sicherheit zu 99% beantworten können. Und ich sage damit erstmal noch einen wunderschönen, traumhaften, schönen Tag. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal. Ich habe nichts mehr zu sagen und sage dann damit schönen Tag. Tschüss, tschüss. Bis bald. Ciao.